Bei den letzten Dreharbeiten hätten wir so einen Regenschirm prima gebrauchen können. Doch dieses Mal, da brauchen wir viel eher einen Sonnenhut, denn wir haben Glück. Wir befinden uns auch diesmal nicht so sehr im Norden wie bei den letzten Dreharbeiten. Da waren wir auf nördlichen deutschen Inseln unterwegs. Spaßvögel würden behaupten, wir sind jetzt auf einer südlichen, der südlichsten deutschen Insel unterwegs, nämlich auf Mallorca. Fleißige Zuschauer kennen mich bereits. Mein Name ist Sebastian Grätz und ich begrüße Sie ganz herzlich mit einem Willkommen an Bord von Seereisemagazin.tv. Schönen guten Tag und Ahoi. Diese Sendung hier findet auf Mallorca statt, im Süden. Dieses Mal sind wir auch nicht auf einem Flussschiff, sondern dieses Mal auf einem richtig großen Hochseeschiff. Und dazu einem sehr schönen, das erst vor 3 Jahren in Betrieb genommen wurde, für Delfin Kreuzfahrten. Und Delfin hat uns eingeladen hier an Bord der Delfin Voyager. Schauen Sie sich mal um, wie gelungen dieses schöne, überschaubare und persönliche Schiff geworden ist. Herzlich begrüßt wird der Kreuzfahrer an Bord, erfreulicherweise nicht nur durch ein Schild, sondern von der gesamten freundlichen Besatzung der Delfin Voyager. Hier entsteht schnell der Eindruck, dass der Reisende nicht nur zahlender Kunde, sondern willkommener Gast ist. Wie schon auf den Vorgängerschiffen ist es Delfin Kreuzfahrten ein besonderes Anliegen, dass man sich zu Hause fühlt. Das dürfte in den Kabinen gelingen, besonders in den erst 2007 auf 3 Decks neu hinzugekommenen und noch komfortableren Balkonkabinen und Junior-Suiten. Sehr viel Geschmack hat man bei der Schiffserweiterung auch in den öffentlichen Räumen bewiesen, die sehr gelungen modernes und geradezu schickes Design mit wohnlichem Ambiente verbinden. Stammkunden schätzen besonders die moderaten Preise für die erfrischenden Getränke an den Bars und für die ausgesuchten Weine in den Restaurants. Unterschiedlichen Geschmacksrichtungen werden die Restaurants in der Gestaltung gerecht, wobei die Menüs die identische Auswahl an Gaumenfreuden bieten. Sehr angenehm fällt es auf, dass alle Gäste zeitgleich in den Restaurants Platz finden, sodass die bis zu 5-gängigen Menüs in einer Essenszeit serviert werden können. Bei schönem Wetter kann der Gast auch am Pool einen Mittagssnack genießen. Wofür auch immer der hungrige Reisende sich entscheidet, findet er immer einen sehr freundlichen und zuvorkommenden Service der treuen, vorwiegend ukrainischen und russischen Servicekräfte. Entspannung mit dem besonderen Wohlfühlfaktor bietet ein zwar überschaubarer, doch zugleich bestens ausgestatteter Wellnessbereich mit finnischer Sauna und attraktiven Spa-Anwendungen. Eher sportlich veranlagte Urlauber können ihrem Bewegungsdrang sowohl in Kursen als auch im Fitnessraum und dem Joggingpfad oberhalb der Swimming- und Whirlpools nachkommen. Ohnehin bietet das deutschsprachige Schiff der vergleichsweise geringen Zahl von maximal 650 Reisenden eine beachtliche Vielfalt für die Tages- und Abendgestaltung. Ebenso kann das 174 Meter lange Schiff mit einem großzügigen Platzangebot überzeugen. So kann sich der Gast sicher schnell an Bord der Delfin Voyager und auf den Meeren zu Hause fühlen. Bei unserem Rundgang hier an Bord der Delfin Voyager haben Sie bestimmt bemerkt, dass hier eine sehr persönliche Atmosphäre herrscht. Sehr persönlich wird es auch im nachfolgenden Interview, wenn Fred Weidler, der Produzent des Seereisenmagazin.tv, mit Dieter Bromund spricht, Redakteur und Krimiautor. Anschließend entführen wir Sie noch ein wenig auf der Insel Mallorca. Wir bringen Sie in entlegene, wunderschöne Regionen, genauso wie es die Gäste der Delfin Voyager erlebt hätten. Wie Sie wissen, liebe Zuschauer, stelle ich Ihnen immer mal Leute hinter den Kulissen der Seefahrt oder hinter den Kulissen von Seereisenmagazin.tv
und seereisenmagazin.de vor. Das Letztere ist heute der Fall. Neben mir begrüße ich Dieter Bromund. Sie sind für das Nordmagazin zuständig. Was tun Sie da? Ich bin zuständig für das Nordseemagazin innerhalb der seereisenmagazin.de und berichte über alles, was unsere Leser an der Küste interessieren könnte. Das geht von Schiffbau bis Deichbau, das geht über bestimmte Messen, das geht über Veranstaltungen, alles, was Leute, die gerne zur See reisen, an der Küste interessant finden können. Das sammle ich und schreibe es einmal pro Ausgabe auf eine Seite und mache Fotos dazu. Schreiben ist ein gutes Stichwort. Sie haben, weiß ich nicht, ist das eine Hobbysache oder ist es Ihr Beruf oder Ihre Berufung? Sie schreiben auch Kriminalromane. Ja, ich habe insgesamt 2 Dutzend Romane geschrieben und 2 Dutzend aus dem Englischen übersetzt. Und der neueste erscheint jetzt im September bei Delius Glasing und wird den Titel haben Piratenjacht. Und entstanden ist dieser Roman, die Idee dazu, auf einer Kreuzfahrt in der Karibik. Er spielt in der Gegenwart und hat ein bisschen Hintergrund in den Ereignissen, die in Somalia stattgefunden haben. Denn etwas Ähnliches könnte auch in der Karibik passieren. Das ist aber meine Fantasie. Das ist vom Titel her, wäre ich da auch selbst drauf gekommen. Wo suchen Sie Ihre Themen, wenn Sie die suchen? Ich lasse mich einfach, sagen wir mal, befruchten durch die Umgebung, in der ich bin. Also Landschaften zum Beispiel bringen mir was. Manchmal höre ich Leuten zu und höre, hallo, das könnte ja eine Geschichte sein. Oder Landschaften und Leute, das ist es eigentlich. Und daraus entwickelt sich dann was. Und dann braucht man dazu so einen Katalysator. Das heißt, ich muss irgendjemanden haben, dem ich das erzählen kann. Das ist in diesem Fall meine Frau, die sagt, ja, mach's doch mal, schreib's auf. Und dann geht's in die nächste Stufe. Dann hat man eine gute Lektorin, der man die Idee erstmal vorstellt und die sagt, ja, ist in Ordnung, mach was draus. Und dann schreibt man. So einfach ist das. Wenn Sie, liebe Zuschauer, mal auf einem Kreuzfahrtschiff ihn hier sehen, dann passen Sie auf, was Sie erzählen. Es könnte ein Krimi werden. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie kurz Zeit hatten für ein Interview und man sieht sich. Man sieht sich. Dankeschön. Die persönliche Atmosphäre an Bord ist eines der wichtigsten Merkmale der Delfin Voyager. Bei den Reiserouten folgt Delfin Kreuzfahrten ebenfalls den Wünschen ihrer Gäste und bietet sowohl weltweite, teils abgelegene Reiseziele als auch die beliebtesten Destinationen in Europa, wie zum Beispiel Mallorca. Und überall versucht das Team mit einer Vielzahl von Ausflügen seinen Gästen die schönsten und interessantesten Plätze näher zu bringen. Auf der Baleareninsel steht unter anderem ein vielseitiger und gleichermaßen spannender Ausflug per Bus, Bahn und Boot auf dem Programm. Neben dem Tren de Soller, einer knapp 100 Jahre alten Eisenbahnverbindung von Palma de Mallorca nach Soller, existiert weiterhin die Tramvia de Soller. Ausgangspunkt für diese nostalgische, 1913 in Betrieb genommene Straßenbahn ist Soller. Das idyllische Städtchen liegt zwischen Orangenhainen in den Bergen Mallorcas in der Sierra Tramontana. Ursprünglich von einem Siemens-Schuckert-Generator angetrieben, bringt diese ratternde, quietschende und pfeifende Bahn ihre Gäste auf einer knapp 5 Kilometer langen Fahrt nach Port de Soller. Der teils recht ursprünglich erscheinende Fischerhafen liegt geschützt in einer fast kreisrunden Bucht, die nur durch eine kleine Öffnung mit dem Meer verbunden ist. Historisch bis in die Kupfersteinzeit zurückverfolgt, soll der ursprüngliche Name der Region Suljar entweder wegen der Landschaftsform Muschel oder wegen der zum Ende des ersten Jahrtausends angelegten Olivenhaine Tal des Goldes bedeutet haben. Das Örtchen bietet sich auch für einen kleinen Shoppingbummel an oder für eine Rast in den vielen Restaurants und Cafés mit malerischem Ausblick.
nachdem der nächste Höhepunkt des Ausflugs auf dem Landweg nur über eine, wenn auch spektakuläre, doch für sensible Mägen ungeeignete Serpentinenstraße erreicht werden kann, ist Sacalobra weit angenehmer per Boot anzusteuern. Doch das eigentliche Ziel ist weniger das Örtchen Sacalobra selbst. Bei einem etwa halbstündigen Fußmarsch über einen gepflasterten Weg entlang der Steilküste erreicht man eine der größten Schluchten des Mittelmeerraums, die Schlucht des Torrente Paris. Dabei passiert man mehrere Tunnel, bei deren Verlassen sich ein spektakulärer Ausblick bietet. Hier treffen die Wasser eines Sturzbaches und des Meeres aufeinander. Der aus zwei Quellbächen gespeiste Torrente Paris, was so viel wie Paar- oder Doppelbach bedeutet, ist nur 3,3 Kilometer lang. Doch die Kraft des Wassers hat einen etwa 25 Meter breiten Einschnitt in die steil aufragenden Felswände gemeißelt, wo nun die Mündung des Baches auf die Meeresbrandung stößt. Wow, kalt, eiskalt. Eiskalt ist auch die Region, die Sie im nachfolgenden Beitrag kennenlernen können. Polar News bringt uns immer mal wieder Gastbeiträge für das Seereisenmagazin.tv. Der nachfolgende Beitrag bringt Sie in die zauberhafte Region der Antarktis. Das Team von Seereisenmagazin.tv freut sich wieder, auch in dieser Ausgabe einen Gastbeitrag von Polar News vorstellen zu können. Bei derart eindrucksvollen Bildern geht erneut ein besonderer Dank an die Schweizer Herausgeber Heiner und Rosemaria Kubni. Bilder der Antarktis, die gefangen nehmen und beeindrucken. Beeindruckend sind auch die fundierten Informationen zu Reisen, Flora und Fauna der Arktis und Antarktis. Diese polare Enzyklopädie, auf der auch die Texte dieses Filmbeitrags basieren, ist unter www.polarnews.ch zu finden. Wie schon in früheren Jahren für Entdecker hat die Antarktis auch heute noch eine geradezu magnetische Anziehungskraft auf Reisende. Niemand, der vom südlichsten Kontinent der Erde zurückkehrt, ist nicht seiner Faszination erlegen. Doch heute ist es immer noch eine Region der Entdecker und Wissenschaftler. Daher wurde im 1959 unterzeichneten, 1961 in Kraft getretenen und zwischenzeitlich bis 2041 verlängerten Antarktisvertrag besiedelt, dass die unbewohnte,
zumindest von Menschen unbewohnte Antarktis, südlich des 60. Breitengrades ausschließlich friedlicher Nutzung, vorrangig wissenschaftlicher, vorbehalten bleibt. Friedlich erscheint das Leben der Pinguine, zumindest in den antarktischen Sommermonaten. Immer wieder sind Pinguine ein Thema für Bildbände, Filmreportagen und sogar Animationsfilme und können so unzählige Menschen in Verzückung versetzen. Teilnehmer antarktischer Expeditionsreisen prägt sich der Kontakt besonders ein, denn die Tiere kennen praktisch keine Angst vor dem Menschen und zeigen daher kaum Scheu. Dennoch achtet man bei Reisen in diesen Regionen besonders darauf, dass die Kolonien weitgehend ungestört bleiben. Die wohl bekanntesten unter dieser flugunfähigen, aber dem Leben in Eis und Meer hervorragend angepassten Vogelart sind die Großpinguine. Der prächtige Königspinguin, der bei 12 bis 18 Kilo Gewicht nur knapp unter einem Meter Höhe bleibt. Und der imposante Kaiserpinguin, der fast doppelt so schwer über einen Meter Höhe erreicht. Berühmt sind sie für ihre endlosen Wanderungen in den Wintermonaten, wenn es zu wenig Futter an den Brutplätzen gibt. Dann werden Distanzen von über 1000 Kilometern watschelnd, schlitternd und rutschend zurückgelegt. Die Majestäten unter den Pinguinen brüten oft in riesigen Kolonien, die häufig über 200.000 Tiere zählen. Das Brüten selbst geschieht in einer der unwirtlichen und extrem kalten Regionen ideal angepassten Form. Statt Nester zu bauen oder wie andere Pinguinarten ein Steinchennest zu nutzen, wird das einzige Ei in einer Bauchfalte direkt über den Füßen gewärmt und verbleibt dort für rund 2 Monate. Auch anschließend halten sich die Pinguinjungen zunächst dort auf, bis sie ausreichend Kraft für eigene Wege besitzen.
Pinguine sind echte Energiesparweltmeister. Sie besitzen in der dicken Fettschicht der Unterhaut den Blubber. Dieser ermöglicht es, den Wärmeverlust zu minimieren. So ist es möglich, dass bei einer Außentemperatur, die in der Antarktis mit stürmischen Winden ohne weiteres minus 60 Grad Celsius erreichen kann, die Körpertemperatur der Pinguine weiterhin auf plus 39 Grad Celsius aufrechterhalten wird. Sage und schreibe 100 Grad Temperaturunterschied zwischen innen und außen. Solch Szenerien persönlich erleben kann natürlich nur derjenige, der die Antarktis persönlich bereist. Dazu bieten sich idealerweise Kreuzfahrten an. Bei der Wahl der richtigen Schiffsreise ist jedoch zu bedenken, dass größere Schiffe oftmals die antarktischen Inseln nur passieren dürfen. Für Landgänge in der Antarktis dagegen sind kleinere Kreuzfahrt- und Expeditionsschiffe die richtige Wahl. Wer das intensivere Erlebnis Antarktis machen möchte, sich wie bei einer Expedition fühlen möchte, kann dies bei Reisen mit einem Expeditionseisbrecher. Welche Reiseform auch immer gewählt, wird der Reisende eine Vielzahl unvergesslicher Eindrücke und Unmengen eindrucksvoller Bilder mit nach Hause nehmen. Mit derart eindrucksvollen Bildern erkennt man sehr schön, dass auch eine eiskalte Region wie die Antarktis richtig erwärmend sein kann. Erwärmt hat uns hier auch der Aufenthalt an Bord der Delfin Voyager. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der gesamten Besatzung und dem Kreuzfahrtdirektor, dass er uns diesen Dreh hier an Bord ermöglicht hat. Es hat auch richtig viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass auch Ihnen die Sendung viel Spaß gemacht hat. Verabschieden uns bei der Crew. Bei dir verabschiede ich mich auch. Tschüss, mach's gut. Vielleicht kommen wir mal wieder. War nett bei dir. Und Sie kommen bitte wieder ins Internetfernsehen zu seereisenmagazin.tv. Wieder anklicken, wieder einschalten und weitersagen an Freunde, Bekannte und Kreuzfahrtfans. Ich nehme meinen Hut, ich mach's gut und wünsche eine schöne Reise. Schiff ahoi!